Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauer, Frank Heinrich, ein ganz lieber Bruder, den ich heute das Glück habe zu interviewen. Er schaut ein wenig griesgrämig, aber eigentlich ist er ein ganz lustiger. Und ihr werdet Zeuge einer ganz besonderen neuen Form des Videointerviews, denn Bruder Frank beherrscht als Hochgrad-Templer, geheimer Obermeister auch die Kunst der Teleportation. Das heißt, in diesem Interview sitzen wir manchmal hier auf der Couch oder auch er alleine und manchmal ist er plötzlich am Völkerschlachtdenkmal. Trotzdem gibt es einen Zusammenhang zwischen all den Dingen, die Frank erzählt, und ich freue mich, dass ihr dabei seid, und jetzt geht's los. Mein Name ist Frank Heinrich. Ich wurde 1949 in Leipzig geboren und bin seit über ca. 38 Jahren jetzt Mitglied einer Loge. Und ich habe mich bevorzugt innerhalb der Freimaurerei eben mit Symbolik beschäftigt. Dazu war es nötig. Ich hatte damals auch einige ältere Brüder, die mich darauf hingewiesen haben, sich mit antiker Symbolik zu beschäftigen, weil die Freimaurerei ja sehr viele antike Symbole übernommen hat. Und ich kann schon sagen, dass ich ein Schüler von, bekomme den Namen jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber Bachofen gewesen bin und noch bin, weil Bachofen derjenige war, der in hervorragender Weise die antike Gräbersymbolik vorzüglich griechisch, römisch eben untersucht und versucht hat zu dechiffrieren. Nun, die Sache ist nicht so ad hoc und ganz kurz zu beantworten. Ich habe 20 Jahre in Hamburg gelebt und bin nach der Wende hier wieder zurückgekommen. Und als ich dann mit meinem Bruder, mit dem ich auch zusammen die Bücher geschrieben habe oder größten Teil der Bücher, vor dem Völkerschlachtdenkmal stand, dann war mir sofort klar, dass das Völkerschlachtdenkmal nicht nur das reine Völkerschlachtdenkmal verkörpert, sondern dass anhand der Symbolik wesentlich mehr dahinter steht. Und dann haben wir im Grunde angefangen, 1, 2, 3 Jahre erstmal uns mit der Symbolik am Völkerschlachtdenkmal näher zu beschäftigen. Das prägnanteste Beispiel ist der Erzengel Michael und der auf einem sogenannten Panther steht. Also das ist zum Beispiel ein sehr, sehr ungewöhnliches Symbol, weil in der christlichen Mythologie oder Religionsgeschichte findet man kein Bild, wo der Erzengel Michael auf einem Panther steht. Er steht entweder auf einem Drachen oder auf dem sogenannten leibhaftigen Bösen, den man landwärts oder allgemein den Teufel nennt. Was bedeutet der Panther jetzt dann? Nun, das Symbol des Panthers kann man aus der europäischen Mythologie schlecht herauskristallisieren. Da muss man dann schon, durch Zufall bin ich drauf gestoßen, auf die persische Mythologie zurückgehen. Da spielt der Panther eine bedeutende Rolle und da ist der Panther das tierische Gegenbild von Ahriman. Und zwar Ahriman ist derjenige, der den Sonnengeist in der persischen Mythologie bekämpft. Und da ist natürlich die Frage, wieso setzt Clemens Thieme, der ja Altstuhl-Logenmeister der Apollo-Loge zu Leipzig war, wieso stellt Clemens Thieme den Erzengel Michael, der ja ein christlicher Erzengel ist, so wird er ja hier dargestellt, auf einem persischen Panther? Das ist doch schon sehr, sehr eigenartig. Wenn wir jetzt von diesem Außenrelief ausgehen, dann sehen wir ja auch zum Beispiel links und rechts diese Frauen mit den Fackeln in der Hand. Ne?
Das ist im Grunde genommen auch ein Symbol, was aus der Antike kommt. Und zwar sind das die sogenannten Rachegöttinnen, die man in Griechenland oder europäisiert Erinnyen nannte. Ne? Und da fragt man sich dann schon, wieso Clemens Thieme aus der persischen Mythologie was herausgreift, nämlich den Panther. Dann kommt die griechische Mythologie, die Rachegöttinnen, die Erinyen, und sie dann hier im Außenrelief letztendlich zusammensetzt. Was will er damit sagen? Das ist das Interessante. Nun, diese Akazien sind ja in der Freimaurerei wesentlich. Und man hat ja früher immer moniert, ja, am Völkerschlachtdenkmal erkennen wir nichts Freimaurerisches, weil da fehlt, ich hätte bald Hammer und Sichel gesagt, da fehlt der Zirkel, da fehlt das Winkelmaß und weitere ganz typische freimaurerische Symbole. Und die Akazien sind ja rechts und links, neben den Erzengel Michael, ne? In der Freimaurerei, in einem gewissen Grad, muss man diese Akazie erwerben. Wo auch immer, ist ja egal. Ne? Selbst in Machern, wo ja dieser labyrinthische Gang ist, da standen ja früher auch irgendwelche Särge oder Knochen lagen darum. Und da lag eben auch so ein Akazienzweig und den musste man erwerben. Ja, diese Akazie muss man innerhalb der Freimaurerei in einem gewissen Grad eben erwerben. Und die bedeutet die Überwindung des Todes, könnte man sagen, so im Allgemeinen. Ne? Aber da ist ja wesentlich mehr dahinter, denn diese Akazie hat ja korrespondiert ja im Grunde mit dem Schwarzen Panther, was kaum jemand weiß. Denn wenn man zum Beispiel altägyptische Quellen studiert, dann weiß man, dass unter der Akazie der Gegenspieler des Sonnengottes Ra oder Re geboren wurde und das ist Seth Typhon. Und Seth Typhon ist der ägyptische Ahriman. Das heißt, die Toten, die unter der Akazie liegen, rechts und links, das sind die Toten von Ahriman oder von Seth Typhon. Ne? Und das ist natürlich ein wesentliches Symbol, weil wir in der Kuppel ja die aufsteigenden Ritter haben auf ihren Pferden. Und die tragen nur das Schild und eben keine Waffen mehr. Und das sind wieder die Ritter des Ra oder des Re, des Sonnengottes. Ne? Während draußen am Relief die Toten liegen, die Ahriman zugehörig sind. Das ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Sache, was man kaum weiß. Es ist interessant, dass du gerade auf die Akazie zu sprechen kommst, weil die hat mich selbst auch über Jahre immer beschäftigt als Symbol. Ne? Also das ist wirklich eigenartig, wie manche Symbole einen so ansprechen, ne? Und andere weniger. Und einige doch immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und was ich nämlich rausgefunden habe, aber man muss der Idee natürlich nicht folgen, das wird ja auch in der Freimaurerei überhaupt gar nicht so kommuniziert. Also was ich rausgefunden habe, sind auch noch ein paar eigenartige andere Dinge, die zur Akazie gehören. Nämlich, Punkt 1, es ist ja eine Pflanze, die unter extrem schlechten Bedingungen noch gedeihen kann. Ja, also richtig. Da, wo kaum noch was anderes wächst, ja, kann die Akazie noch leben. Und es ist also auch nachweislich so, dass die bildet dann unglaublich lange Wurzeln aus, um irgendwie noch an Wasser ranzukommen, ja, und das bewirkt wiederum, dass die Pflanze teilweise sogar wandert. Also es ist eine ganz schlechte Idee, wenn man mal einen Topf mit Goldmünzen vergraben will, den unter einer Akazie zu vergraben in der Wüste, weil dies kann sein, 10 Jahre später ist der Baum ganz woanders. Und der Topf weg. Man findet den Topf nicht mehr. Ne? Und also alleine diese Symbolik, dass der Baum sich bewegt oder dass diese Pflanze sich bewegen kann, ja, die hat mich eigentlich auch immer fasziniert. Ja, das, ja, ja. So. Und dann gibt es noch was anderes, das ist mir erst vor kurzem überhaupt über den Weg gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwo mal schon gelesen hast. Die Akazie hat auch bewusstseinsverändernde Essenzen. Also es ist eine Droge, genau genommen. Du kannst aus der Akazie, ähnlich wie bei Stechapfel oder Fliegenpilz oder was auch immer, kannst du aus Akazien auch bewusstseinsverändernde Substanzen gewinnen.
Und da sind wir eigentlich an einem Punkt, wo ich mich frage, ob das nicht doch was mit dem Meistergrad in der Freimaurerei zu tun hat. Denn letztendlich ist ja das, was dort in gleichnishafter Art und Weise im Ritual gemacht wird, ein Nahtoderlebnis. Und wenn du real die Substanz der Akazie dazu verwenden würdest, hättest du wahrscheinlich auch ein Nahtoderlebnis. Könnte ich mir gut vorstellen. Also ich persönlich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Akazie besondere Substanzen hat, die auf die Psyche des Menschen wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, die ich nicht kenne, eine Wirkung zeigen würde. Das ist mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Also ich kann mich nur erinnern, ich bin ja nun oftmals in Odessa in der Ukraine gewesen, da gibt es regelrechte riesige Akazienhaine, ne? Und die stehen in der Nähe immer des Meeres teilweise, ne? Also das ist schon eine Pflanze, die sich wahnsinnig schnell und enorm verbreitet, ne? Also es ist schon interessant, ja. Im Innenbereich des Denkmals ist es eindeutig, dass es sich um den Versuch handelt, um den sehr guten Versuch, der ja dann in der Praxis zu sehen ist, dass man versucht hat, einen sogenannten Gralstempel zu konstruieren und darzustellen. Da braucht man nur in die Architekturgeschichte zurückzugreifen und sich mit entsprechendem Material zu versorgen. Dann sieht man die Versuche, die von verschiedenen Architekten aus verschiedenen Ländern so um 1900 und auch schon vorher versucht wurden, den optimalen Gralstempel darzustellen. Und wenn man diese Versuche, diese architektonischen Versuche vergleicht mit dem, was man im Völkerschlachtdenkmal sieht, dann ist es eindeutig, um was es sich hier handelt. Ich würde nicht den Finger so sehr auf das Freimaurerische legen. Ich denke, und Clemens Thieme hat ja auch 1914 ein Buch herausgebracht, was er selbst verfasst hat, er ist der Autor. Das nennt sich Dichtung und Wahrheit. Ist ja ähnlich mit der Schrift von Goethe. Und Thieme greift also da zurück bis in das Orientalische. Da geht es im Grunde darum, dass Thieme den Verlauf der Mysteriengeschichte darstellen wollte. Also er geht bis nach Persien zurück, da haben wir ja den Panther, dann haben wir den Erzengel Michael, der ja christlich ist, dann haben wir die griechischen Erinnyen und dahinter, hinter dem Erzengel Michael, das sieht man ja auch ganz groß, ist die Sonnenscheibe, da haben wir schon die könnte man sagen, den ägyptischen Sonnengott Ra oder Re. Also ich denke schon, dass es darum geht, darzustellen, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit und die Entwicklung der Mysterien, die wollte er hier darstellen, und dass wir an einem Punkt gelangt sind, der ja nun in der Völkerschlacht eindeutig dargestellt wird, dass wir mit dem Bekriegen einander aufhören müssen. Nun, die eigentliche Botschaft des Denkmals ist, dass der Mensch erst einmal an den Erzengel Michael vorbeigehen muss. Und dann haben wir ja links und rechts diese zwei großen Wächterfiguren, die findet man ähnlich in Sumer, in Mesopotamien. Und das sind Wächterfiguren, die erst passiert werden müssen. In der Anthroposophie sagt man, sind die Hüter der Schwelle. In der Zauberflöte finden wir sie auch vor, in den zwei Geharnichten, die auf ihrem Kopf eine Flamme brennen haben. Dass der Mensch eigentlich das Kosmische aufnehmen muss, also das Geistig-Kosmische, indem er sich in den Gralstempel begibt und das Sonnenlicht, was ja Träger des Kosmischen ist, in der Mitte des Kreuzes, was ja im Denkmal eingezeichnet ist, aufnehmen kann. Das ist eine individuelle Sache, das ist keine Sache der Massen.